trägst du den PVC-Kleber. Mit dem kleinen flauschigen Ball trägst du den Kleber auf der Innenseite auf. Und hast du's? Das stinkt. Du riechst jeden Tag am vergessen Leichen und das hier stinkt? Das alles hat eine wunderschöne Logik. Das ist so, als würde man den Blutkreislauf rekonstruieren. Das Wasser ist das Blut und die Plastikrohre und alle. Richtig, richtig. Jetzt musst du etwa eine Minute lang fest draufdrücken, bis der Kleber aushandelt. Alles klar. Also gut. Ja, klar. Also ich will nur überprüfen, ob es auch fest ist, Schülerin Lehrer. Weißt du, Bronzi, ich bin froh, dass wir beide keine Geheimnisse haben. Ja, ich bin auch froh. Wenn wir beide etwas auf dem Herzen haben, dann erzählen wir es uns einfach. Sicher. Trotz aller finanziellen und intellektuellen Widersprüche fühle ich mich dir sehr nah. Stimmt, naja, weil die eben keine Rolle spielen. Manchmal, wenn ich es mit deinen Augen sehe, glaube ich das sogar. Gut, also ich glaube, das Rohr ist jetzt sicher und stabil, nicht wahr? Also gut, ja, scheint es zu sein. Das heißt, ich drehe kurz das Wasser auf. Mal sehen, ob das hält. Tja, das ist eine alte Wohnung, da kann so ein Rohr schon mal kaputt gehen. Du kannst die Hand jetzt wegnehmen, Ross. Ganz sicher. Auf jeden Fall, ja? Sieh dir das an. Hm? Jetzt ist es dicht. Es tropft nicht. Nein, es tropft nicht.